Liebe Zuhörer, ich begrüße zu einer neuen Folge iLevel Podcast mit Herz. Heute ist mein Gast Thomas Pratel aus Österreich. Thomas ist aktuell in der Jugendakademie von Admira tätig, war letztes Jahr für die U15, ist dieses Jahr für die U16 zuständig und wird im September seine Pro-Lizenz anfangen. Aktuell ist er voll und ganz Fußballtrainer. Willkommen Thomas, wie geht's dir? Vielen Dank, Tobi, für das super Intro. Geht mir gut, danke. Voller Vorfreude jetzt. Wir haben jetzt natürlich die ganze Corona-Zeit gehabt, wo wir wenig bis nichts trainieren haben dürfen. Und jetzt in ein paar Tagen geht es wieder los mit Mannschaftstraining. Und jetzt freue ich mich schon extrem, gleich mit meinen Jungs. Und ja, voller Vorfreude und höchst motiviert. So fühle ich mich gerade. Wo kommt diese Freude her? Ja, einerseits daher, dass ich meine Jungs wieder sehe. Jetzt haben wir 3 Wochen auch wieder Ferien gehabt. Das heißt Schulende, 3 Wochen Ferien. Das ist der eine Punkt, dass ich die Jungs wieder sehe. Nicht nur die Jungs, sondern die Trainerkollegen. Dass ich die wieder auch zu Gesicht bekomme. Dass wir einfach wieder miteinander Zeit verbringen dürfen. Und ja, dass man einfach Ideen, die man hat, so wie man spielen lassen will oder wie man mit der Mannschaft, wo man sich weiterentwickeln will, dass man jetzt wieder in die Praxis gehen kann und das umsetzen. Und das sind so die Hauptpunkte, auf die ich mich freue. Thomas, wer bist du? Ja, gesagt hast du das eh schon, mein Name ist Thomas Pratel. Bin vor, also 1990 im August in Österreich in Oberwart geboren. Und meiste Zeit habe ich auch hier verbracht, in ja, dem Bezirk, sage ich jetzt einmal. Die letzten paar Jahre war ich dann hauptsächlich in Wien. Ein Jahr meines Lebens habe ich im Ausland verbracht, in London. Und ja, wer ich jetzt genau bin, das müssen, denke ich, auch andere Leute dann auch beschreiben oder einschätzen. Aber vielleicht kommen wir eh in weiterer Folge noch auf das ein oder andere zu sprechen, was mich auch auszeichnet oder ja, wo man dann vielleicht erkennen kann, wer ich bin oder in welche Richtung das geht. Du hast schon genannt, dass du ein Jahr in London warst. Was hast du dort gemacht? Ja, das war so. Ich habe ein Bachelorstudium gemacht in Österreich, ja, an der Fachhochschule Wiener Neustadt in Training und Sport. Und das hat mir sehr gefallen. Und die Idee war aber grundsätzlich, okay, einen Master dann auch dran zu setzen in Österreich. Aber ich habe mich entschieden, dann nach dem Bachelorstudium einfach ein Jahr Pause zu machen vom Studieren. Habe mich da voll und ganz aufs Fußball konzentriert. Und in dem Jahr habe ich dann so durch einen Freund von mir die Idee bekommen, ins Ausland zu gehen, ja, meinen Master im Ausland zu machen. Und die Idee habe ich dann verfolgt, habe mich so dem Thema Psychologie, Sportpsychologie widmen wollen. Da war in Österreich waren nicht so viele Optionen da. Und ja, dort habe ich dann eine coole Uni gefunden, die St. Mary's University in London, in Twickenham. Habe mich dort beworben für den Masterstudiengang und ja, die haben mich genommen. Ja, und habe meine Sachen gepackt, bin rüber und ja, habe den Master dann absolviert, was natürlich auch ein Vorteil ist. In England kannst du, ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht, wie es aktuell ist oder wie das in nächster Zeit dann auch passiert. Damals ist es noch relativ unkompliziert gegangen. War es halt möglich, dass man einen Master, der normal in Österreich 2 Jahre dauert, in einem Jahr macht. Natürlich mit denselben ECTS und so weiter. Also war ein sehr, sehr intensives Jahr. Das heißt, ich habe mich hauptsächlich aufs Studieren konzentriert und ja, habe da lässige Zeit verbracht auf der Uni. Hauptsächlich auf der Uni und im Wohnheim viel Freizeit ist nicht geblieben. Okay, und du sagtest der Sportpsychologie. Was genau konntest du dort inhaltlich auch mitnehmen für dich und deine Arbeit jetzt als Trainer? Na, mir war es wichtig, weil ich eben diverse Trainerausbildungen in Österreich gemacht habe, Fußballtrainerausbildungen, da hört man von Technik, Taktik, natürlich so ein bisschen Kondition dann auch, der physische Aspekt, der konditionelle Aspekt war dann auch Thema im Bachelorstudiengang, den ich absolviert habe. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, ich möchte mich mehr mit dem hier noch beschäftigen, weil das doch die zentrale ja, Schaltstelle ist für unser Handeln und unser Tun. Und dem habe ich mich dann gewidmet und waren etliche Module, die wir da drüben auch dann im Studium hatten. Und ja, viel theoretische Inputs dann auch bekommen. Das, was mir am wichtigsten war, war einfach immer die Praxis, die praktische Umsetzung und
einerseits natürlich wichtig, dass man sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützt, auf Dinge, die man dann macht, auch in der sportpsychologischen Praxis, dass die ja wissenschaftlich auch basiert sind, ist einerseits wichtig. Andererseits habe ich da auch dann für mich erkannt, also nur das zu machen, was irgendjemand schon einmal wo untersucht hat und was möglich ist, und die Frage oder die Methode kann man anwenden und diese nicht, oder die ist kritisch zu sehen. Damit hatte ich so ein bisschen ein Problem, weil es einfach gegen mein Naturell oft dann auch war. Ich bin ein Typ, wenn ich einen Impuls habe, wenn ich eine Idee habe, wo ich glaube, hey, das macht jetzt Sinn oder das ist gut für mich, für Leute, die ich führe oder die ich coachen darf, dann mache ich das, ohne dass ich jetzt weiß, okay, da gibt es schon eine wissenschaftliche Untersuchung dazu, das ist alles safe, da kann nichts passieren, das und das sind die zu erwartenden Folgen. Das war mir nicht so wichtig. Das hat mir so ein bisschen, das habe ich halt erkannt, dass ich das nicht wollte. Deswegen bin ich dann nicht intensiver in die Richtung dann auch gegangen und bin jetzt wieder dann zurück quasi zum Fußball gekommen oder sagen wir so beim Fußball geblieben, weil man da eben all diese Ansätze halt ein bisschen anders verfolgen kann. Du hast jetzt schon gesagt, Praxis ist dir ganz wichtig. Wie sieht deine Praxis, auch dann natürlich die Sachen, die du aus der Psychologie mitgebracht hast, wie sieht das jetzt aus in deiner Arbeit mit dem Team? Ja, da versuche ich natürlich Aspekte einfließen zu lassen. Natürlich ist entscheidend, dass ich meine Spieler am Platz auch weiterentwickle im technisch-taktischen Bereich. Das ist natürlich der Hauptjob, aber gleichzeitig sehe ich mich und interpretiere ich auch meine Rolle so, dass ich versuche auch andere Inputs zu liefern. Und nur ein Beispiel, also man überlegt so bei der Masterarbeit, in welche Richtung ich gehen soll, was das Thema sein soll. Da habe ich gedacht, okay, welche Leidenschaften habe ich? Fußball logischerweise und naja, Musik taugt mir eigentlich auch sehr und komme eigentlich kaum ohne Musik aus, also ständig irgendwo, dass ich ja verschiedene Tracks höre. Und dann habe ich das kombiniert für meine Masterarbeit und habe mir angeschaut, den Einfluss von Musik anhand von unterschiedlichen Beats per Minute auf die Stimmung in Amateurfußballspielern vor Trainingseinheiten. Das heißt, wir haben Musik aufgelegt, unterschiedliche Beats per Minute, und dann hat man geschaut, ob es da eine gewisse Frequenz gibt, wo Spieler dann ja in eine bessere Stimmung kommen, natürlich dann auch ja, besser und readier sein zu trainieren, um fürs Training bestmöglich vorbereitet zu sein. So in die Richtung bin ich gegangen. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was da die. Es hat dann einen Bereich gegeben, glaube ich, so bei den 130, 140 Beats per Minute, die da rausgekommen sind, wo das ja ein bisschen höher war wie bei den anderen Bereichen. Aber so in die Richtung habe ich damals schon gedacht und jetzt natürlich auch in meiner täglichen Arbeit, dass ich halt, ja, egal ob das jetzt Zielsetzung, aber das ist wieder ein eigenes Thema, das da so Grundprinzipien betrifft, ob das Musik ist, ob das Visualisierungen sein, ob das Atemtechniken sind. Also da versuche ich ein breites Spektrum einfach auch abzudecken. Alles, was ich irgendwie so kann, wo ich mich natürlich auch auskenne, wo ich kompetent genug bin und mir natürlich im einen oder anderen Bereich dann natürlich auch Experten dazu hole, wo ich das Gefühl habe, das hilft einem Spieler oder einem Menschen in seiner Entwicklung weiter. Du hast genannt Atemtechniken. Wie sieht das dann aus im Verbund mit der Mannschaft zum Beispiel? Ja, wir haben jetzt auch verschiedene Strategien schon entwickelt. Also meine Jungs wissen, was sie zu tun haben, wenn sie vielleicht ein bisschen müde sind oder erschöpft, 2 Einheiten am Tag, dazwischen Schule, Nachmittagstraining, steht am Programm. Dann haben wir ein, zwei Atemübungen uns schon angesehen und auch angeeignet, die sie anwenden können, um dann einfach in kurzer Zeit mehr Energie entwickeln zu können, Konzentration zu steigern, um einfach wieder ja, besser ready zu sein fürs Training. Gleichzeitig aber auch, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie sind nervös oder überaktiviert oder haben irgendwie zu viel Spannung, sind wir auch schon in die Richtung gegangen, dass wir eben versucht haben, ja, beruhigendere Atemsequenzen auch einzubauen. Und das geht halt dann Richtung längere Atemzüge, vielleicht einmal die Luft anhalten, längeres Ausatmen und ja, im Vergleich dazu die Aktivierenden, das wäre so kurz, dynamisch, Pressatmungen oder ja, tiefes Ein- und Ausatmen, um einfach da ja andere Aspekte im Körper zu aktivieren. Danke. Du hast auch Wim Hof quasi, hast dich damit beschäftigt, mit den ganzen Methoden von ihm. Wie stehst du zu seinen Ansätzen und wie lässt du das auch einfließen?
Ja, wie im Hof, ich weiß gar nicht, wie ich auf ihn gekommen bin, aber was dann über Social Media irgendwie oder über einen Kollegen, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Fakt war halt, dass mir das irgendwie interessiert hat, weil man gedacht hat, hey, was macht der Typ? Was ist das, was der da angeht? Und er hat halt so drei Säulen. Das eine ist eben die Atmung. Da haben wir uns natürlich schon das ein oder andere angeeignet. Ich mir selber, natürlich habe ich das versucht auch weiterzugeben. Das heißt, Atmung, Kälte ist so der zweite Aspekt, kalten Duschen oder kalten Bädern oder wie auch immer, dass man versucht, Kälteeinwirkung dann auch zu haben auf den Körper, auf den Organismus. Und der dritte Aspekt ist Mindset, dass man einfach ja, klar ist im Kopf, in Kombination mit der Atmung ein gewisses Mindset dann auch an den Tag legt, um für Stresssituationen, die das ja quasi simuliert, kaltes Wasser ist nichts anderes wie Stress auf den Körper. Und wenn man da ja, Regelmäßigkeit reinbekommt, und ich mache das selbst jetzt seit circa einem Jahr, dass ich jeden Tag zumindest eine 3-minütige eiskalte Dusche habe, also so kalt, wie das Wasser halt rauskommt bei der Dusche. Im Sommer ist es ein bisschen weniger kalt, im Winter ist es richtig kalt. Also ja, habe ich das so für mich in eine Routine verpackt, wo ich das einfach täglich mache und simuliere Stress. Und wenn man natürlich dranbleibt und da übt und sich weiterentwickelt in Kombination mit der Atmung, geht das dann relativ zügig, dass er erstens sich der Körper darauf einstellt und anpasst auf diesen Reiz, auf diesen Stress und natürlich dann auch Wege findet, ja, damit klarzukommen und umzugehen. Und das Coole ist, ja, zu Beginn, ja, nach 10 Sekunden eiskaltes Wasser war es vorbei. Also da musste ich auch umschalten oder abdrehen, weil es einfach zu kalt war. Und jetzt 3 Minuten easy. Und das Coole ist natürlich auch, wie gesagt, kaltes Wasser, Stress. Und was macht man normalerweise unter Stress? Man verkrampft und man wird unrund und ja, geht halt in vielleicht eine Schutzhaltung und ist dann nicht mehr locker. Und wenn dann genau das gelingt, wenn das kalte Wasser kommt, dass man dann versucht, zu entspannen, locker zu lassen, wenn genau das gelingt, und über Training und über einen gewissen Zeitraum, wenn man das immer wieder verfolgt, gelingt das auch. Ja, dann ist man einfach ready. Wenn man das in der Früh auch noch macht, also bevor man dann in den Tag so richtig reinstartet, dann hat man eigentlich das Schlimmste schon überstanden, ne? Nämlich das kalte Wasser, weil es immer so ein bisschen unangenehm. Jedes Mal, wenn man reingeht und umschaltet aufs kalte Wasser, ist immer unangenehm. Ich habe mich noch nie drauf gefreut, aber ich habe mich immer drauf gefreut, wenn ich die Dusche abgedreht habe, das Handtuch genommen habe und mal wieder gedacht habe, so, nächsten 3 Minuten, let's go. Und ja. Mir gibt es extrem viel, auch Rückmeldungen, die ich von meinen Jungs bekommen habe, die auch zu Beginn Probleme hatten mit 20, 30 Sekunden, war schwierig für viele zu Beginn. Und dann nach sehr, sehr kurzer Zeit haben sie mir schon berichtet, Trainer, ich schaffe schon 2, ich schaffe schon 3, ich schaffe schon 4, 5, 6 Minuten eiskaltes Abduschen. Ne? Und das ist natürlich richtig cool, weil sie merken, hey, da geht was weiter, kann mich weiterentwickeln. Und natürlich hat es auch einen extrem positiven Effekt auf den Organismus. Ja, das sind so meine Erfahrungen oder ja, was ich zum Thema Wim Hof und seinem Zugang so sagen kann. Interessant, vielen Dank. Bitte So, gerne. du hast gesagt, dass du in London studiert hast, darüber hinaus warst du ja auch in Lissabon zum Studium. Was genau hast du dort gemacht? Das war ein bisschen anders. In London war es so, dass ich eigentlich fast durchgehend ein Jahr in London gewohnt habe und gelebt habe. Lissabon war ein bisschen anders aufgebaut. Da habe ich eine sogenannte Postgraduate-Ausbildung gemacht, auch 60 ECTS, zum Thema High-Performance-Football-Coaching. Das war so auf Modulform auch aufgebaut, wo wir immer wieder, wo man glaube ich 8 Module hatten, A4 Tage, ein paar waren gekoppelt. Das heißt, ich bin immer wieder rübergeflogen nach Lissabon, 8 bis 10 Tage, wieder zurück, 2, 3 Monate, wieder nach Lissabon und zurück. Und dazwischen hat es halt Aufgaben zu absolvieren gegeben. Und das war insofern ein lässiger Studiengang. Einerseits ist er von Mourinho mitkonzipiert worden. Also der war quasi so der Schirmherr von dem Ganzen. War dann auch einen ganzen Tag bei uns Referent, haben mit ihm gegessen und ja, haben uns halt ausgetauscht, was eine sehr, sehr, sehr coole Erfahrung war für mich als jungen Trainer. Und natürlich andere Top-Referenten, die zu den unterschiedlichsten Themen, die irgendwie so mit Profifußball oder mit Elite-Fußball, auch Akademie zu tun haben, war das einerseits richtig cool. Und was eigentlich den Studiengang bei mir damals ja, so speziell gemacht hat, waren die Studienkollegen, die da von der ganzen Welt, von ja, den USA, von Brasilien, von
Südafrika, von Russland alle anwesend waren. Jeder bringt so seine Story mit, seine Sicht der Dinge über Fußball, seine Erfahrungen. Und das war richtig, richtig spannend. Und mir hat es extrem viel Spaß gemacht damals, natürlich auch so die portugiesische, südländische Kultur kennenzulernen, auch wie man mit Zeit umgeht und so Sachen. Nur als Beispiel, also in Österreich, ich war halt gewohnt, wenn es heißt 10 Minuten Pause oder ja, dann sind nach 10 Minuten sitzen alle wieder auf den Plätzen und warten, dass es weitergeht. In Lissabon war es dann oft so, naja, 5 Minuten Break, 5 Minutes Break. Und ja, nach 5 Minuten bin ich wieder auf meinem Platz gesessen und war der Einzige im Raum, denke mir, hey, was ist da los? Und ja, das habe ich halt dann lernen müssen, dass 5 Minuten sind dann halt 30 oder 35 oder 40 Minuten. Irgendwann geht es dann schon weiter. Aber ist halt nicht so genau mit Zeit und so. Aber das ist halt so, wichtig waren dann die Gespräche. Da hast du ja natürlich dich auch unterhalten und da ist auch wieder extrem viel weitergegangen und ein bisschen anderer Zugang, zum Beispiel zum Thema Zeit und ja, wertvolle Erfahrung für mich. Und was waren so die Inhalte dort, wenn du jetzt sagst, Football? High Performance, waren es taktisch, physische, waren es auch Leadership-Inhalte, was genau wurde euch da vermittelt quasi? Im Prinzip alles. Also so Arbeitsweisen, Methodiken, taktische Periodisierung war immer wieder auch Thema. Das heißt Technik, Taktik am Feld, wie du das im Training auch umsetzen kannst, wie das dann versucht wird, ins Spiel zu transferieren. Der ganze konditionelle Aspekt, also wie man fußballspezifisch trainieren kann, haben da Experten dann auch vor Ort gehabt. Psychologischer Aspekt, zwar jetzt nicht in der Tiefe oder ja, sehr ins Detail gehend, aber doch auch behandelt und das ganze Thema Leadership und so weiter war schon auch zentral. Und dann haben wir halt ja, so Richtung Stats haben wir auch Inputs bekommen, welche Dinge unter Umständen richtig sind oder wichtig sind, drauf zu schauen, welche eher unwichtig. Und also eine gesamtheitliche, richtig gute Ausbildung auf Top-Niveau. Also sind wir in Österreich jetzt richtig gute Akzente gesetzt in der Trainerausbildung. Also da sind wir auf einem Top-Weg. In Portugal ist es genauso. Also die sind motiviert von der Uni und haben eben Qualität, was die Referenten betrifft. Die Studierenden, die vor Ort sind, die sind in der Regel auch richtig gut. Und so ist es einfach ja, eine coole Situation gewesen, wo man sich weiterentwickeln hat können. Als Fußballtrainer, aber noch viel mehr natürlich als Person, als Mensch. Du sagtest jetzt schon, dass da ganz viele verschiedene Nationalitäten auch vertreten waren. Ja, was hat dich das gelehrt und diese auch verschiedenen Kulturen? Ist da auch eine bestimmte Gruppendynamik dann entstanden in eurem Kurs oder wie war das Verhältnis zueinander? Zuerst einmal, also das habe ich auch natürlich vorher schon einmal gehört gehabt, das eine oder andere Mal. Also es gibt kein richtig und kein falsch. Das haben viele Referenten betont. Es gibt immer nur Ideen und es gibt Überzeugungen, die man hat und denen man folgt oder halt nicht, wenn man von anderen Dingen überzeugt ist. Das heißt, als Trainer oder als Coach kannst du grundsätzlich machen, was du willst. Du musst aber wissen, warum. Das heißt, du kannst nicht, und ein Argument ist nicht, ja, weil wir es die letzten 30 Jahre auch gemacht haben, das zählt als Argument nicht. Also wenn du klare Begründungen hast, ich mache das aus dem und dem Grund, das ist meine Situation, in der ich mich befinde, das sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, das ist die Qualität der Spieler, die ich zur Verfügung habe, ich lege das so und so an. Anderer hat wieder einen anderen Zugang. Und da war es schon richtig spannend und da war extrem ein wertschätzender Umgang also innerhalb der Gruppe. Das war für mich ja, sehr, sehr spannend und ja, interessant zu beobachten, egal ob jetzt ja, das ein norwegischer Trainerkollege war, ein portugiesischer, ein südafrikanischer, ein brasilianischer, russischer Trainerkollege oder ich aus Österreich, der ab und zu mal meinen Senf dazugegeben hat. Und da ist einfach auf Augenhöhe kommuniziert worden. Und ja, hey, wie machst das du in der Premier League? Also haben wir auch solche Coaches dann auch gehabt. Ja, wir machen das aus dem und dem Grund so, mit dem und dem Trainer. Ich stimme da zu 100% zu. Oder wenn ich der Cheftrainer wäre, ich würde es anders machen. Aha, ich mit meiner Mannschaft, vielleicht jetzt nicht auf Top-Niveau und vielleicht auch gerade ja noch im Nachwuchs- oder Jugendfußball. Ich würde so angehen. Was sind deine Überlegungen dazu? Also von dem her war es richtig cool, dass wir uns da einfach austauschen haben können und eben aufgrund der Tatsache, dass da so viele unterschiedliche Erfahrungen dabei waren. Gut war auch, dass die Gruppe nicht zu groß war. Also wir waren so 20 Leute, das war noch überschaubar. Da hat man mit jedem in Kontakt treten können, jeden kennenlernen und ja, auch eine Beziehung dann aufbauen zu jedem Einzelnen. Und natürlich
versteht sich dann der mit dem ein bisschen besser oder da entsteht vielleicht eine, ja, engere Beziehung oder Freundschaften natürlich auch, die für mich dann entstanden sind aus der ganzen, ja, aus dem Studium. Und dafür bin ich einfach nur dankbar und war richtig cool, das zu erleben. Du hast ja dann auch im Rahmen dessen dann auch international hospitiert. Was hast du daraus gezogen und wie waren deine Erfahrungen? Naja, es war jetzt nicht nur im Rahmen dessen, stimmt, dass ich im Rahmen dessen hospitiert habe. Da war ja einmal in Hoffenheim auch in der sportpsychologischen Abteilung. Da haben wir ein Bild gemacht, wie da gearbeitet wird, was da die Schwerpunkte sind. Das ist auf Initiative auch von Studiengangsleiter dann auch passiert, der dann Kontakt hergestellt hat. Ich war auch im Zuge des Studiums dann in Doha, in Katar, bei Pedro Caixinha hospitieren, bei Algarafa, der auch im Sinne der taktischen Periodisierung auch arbeitet. Und das war richtig spannend, dann einfach auch zu sehen, wie die das anlegen. Vor dem Studium, nach dem Studium habe ich natürlich immer wieder auch versucht, mich weiterzuentwickeln, über den Tellerrand zu blicken, zu schauen, hey, wie macht man das in Portugal, bei Ajax Amsterdam, bei Benfica, in England, in der Premier League, sonst irgendwo in Russland vielleicht, bei Zenit St. Petersburg. Wie macht man das im Nachwuchs, im Jugendbereich, aber wie macht man das auch vielleicht mit den Erwachsenen im Profifußball? Und dadurch, dass ich selber nie Profi war, haben mir einfach diese Erfahrungen gefehlt und muss ich mir ein Bild machen, wie sowas ausschauen kann, wie sowas ablaufen kann. Und da habe ich mich einfach auf die Suche gemacht. Und ja, eines der wesentlichen Dinge, die mir einfach hängen geblieben sind, war mit Sicherheit die Tatsache, dass egal wo ich hingekommen bin, dass die Trainer extrem offen waren, dass sie einem mit Respekt begegnet sind, dass ja, ja, alles erzählt wurde, die Gedanken, die Trainings besprochen wurden, dass sich Zeit genommen wurde, für mich, für meine Fragen. Also da war ich extrem überrascht, dass das wirklich Top-Trainer, also die Champions League trainiert haben und so weiter, dass die das so machen. Wo ich mir gedacht habe, hey, wie kommt der dazu? Ich bin ein Nobody aus Österreich, zwar motiviert und wollte mich weiterentwickeln. Aber wie kommt er dazu, dass er sich die Zeit nimmt und mit mir da redet oder das Training bespricht und vielleicht noch meine Gedanken auch einholt, wie ich das Ganze gesehen habe? Also das war für mich, ja, das hat mir einfach imponiert und das ist mir hängen geblieben und das habe ich sicher mitgenommen aus diversen Hospitationen, weil als junger Trainer und ich habe auch schon, ja, Kampfmannschaft trainiert, auch bei mir ja, wo ich groß geworden bin. Vierte Liga in Österreich, da war ich Cheftrainer für 2,5 Jahre. Und zu Beginn war auch so immer meine Haltung beim Training: Oh, hoffentlich kommt da keiner zuschauen, weil der könnte ja irgendeine Taktik erkennen im Training und war immer am Schauen und schaut da eh keiner zu, der vielleicht vom Gegner kommt. Kompletter Schwachsinn. Ja, habe meinen Zugang komplett dann natürlich verändert, nachdem ich all diese Erfahrungen gemacht habe, die dann gesagt haben: Ja, beweg dich frei, film alles, was du willst, stell Fragen, red mit den Spielern, red mit dem Coaching-Staff, beweg dich, stell halt bitte nicht alles auf YouTube rein. Das habe ich natürlich gesagt, das mache ich nicht, aber für den Eigengebrauch, dass ich reflektieren konnte, das nochmal alles analysieren konnte, haben sie gesagt, überhaupt kein Problem. Und das hat mir, wie gesagt, extrem imponiert. Und das habe ich auch für mich mitgenommen, für meine Arbeitsweise. Danke. Bei der letzten Changemaker Stage hast du nun deinen Vortrag unter das Motto Goals are not to get, Goals are to grow vom Bob Proctor, kommt dieses Zitat. Warum hast du dieses Zitat gewählt? Ja, als ich die Einladung bekommen habe, dazu, ja, einen Beitrag auch zu liefern, habe ich mir auch Gedanken gemacht, so in welche Richtung kann es oder soll es gehen und bin dann irgendwie bei dem Thema hängen geblieben. Also auch für mich jetzt, ja, aktuell war, es war so, dass ich eben selbst sehr, sehr früh dann auch aufgehört habe mit der aktiven Fußballkarriere, mich dann früh entschieden habe, Profitrainer zu werden, mit dem Ziel, so schnell wie möglich in den Profifußball zu wechseln. Und ja, habe da über 10 Jahre, 12 Jahre, wie gesagt, alles in die Richtung mit Trainerausbildungen, mit Studien, mit Hospitationen, mit persönlicher Weiterentwicklung, also viel Zeit, Geld, Energie investiert, um einfach diesem Ziel, das ich mir gesetzt habe, Profifußball, dass ich das so schnell wie möglich erreiche. Und dann war die Situation die, dass, ja, dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, mittlerweile schon 2, 3 Mal, dass ich das gehabt hätte, in den Profifußball zu gehen, den nächsten Schritt zu machen in meiner Entwicklung,
jeder hätte das verstanden. Und der Kopf, der sagt, hey, geh, was überlegst? Du hast dir seit 12, 13 Jahren kein anderes Ziel gesetzt und jetzt ist die Chance da, geh. Aber irgendwas in dir drinnen blockiert und sagt, hey, bist du dir sicher? Und schau noch mal ein bisschen genauer hin. Ja, und dann muss ich halt in mich gehen und überlegen und schauen, was da jetzt los ist oder warum ich da nicht jetzt einfach durchziehe und den nächsten Schritt gehen kann. Und ja, das war so für mich ein ganz wildes Erlebnis, wo ich dann ja ein paar Tage gebraucht habe, um da klar zu werden, auch für mich, und habe dann erkannt, also dass zumindest für den jetzigen Moment, dass ich erkannt habe, das Ziel, das ich mir über 10 Jahre lang gesetzt habe, dass es nicht das ist, was ich eigentlich verfolgen wollte oder verfolgen will, weil ich jetzt ja einfach andere Erfahrungen auch gemacht habe, andere Gefühle auch habe, jetzt zu meiner täglichen Arbeit, die ich da machen darf, mit meinen Jungs in der Akademie bei der Admira, und das mir einfach extrem, extrem viel Spaß macht. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, worum geht es jetzt eigentlich im Leben? Und ich habe es für mich so beantwortet, ne, es geht für mich darum, glücklich zu sein, happy zu sein bei dem, was man macht, und das ist bei mir aktuell der Fall. Und folgedessen habe ich jetzt keinen Impuls verspürt, das zu ändern. Und habe mich dann gegen dieses Ziel entschieden, das ich eigentlich längste Zeit verfolgt habe. Und dann habe ich mir auch natürlich die Frage gestellt, was ist da jetzt, was ist da los? Das gibt es ja nicht. Habe ich mir über 10 Jahre lang das falsche Ziel gesetzt? Bin ich in eine komplett falsche Richtung gegangen? Und dann habe ich ja für mich auch erkannt und habe es ganz klar mit Nein beantwortet, weil auf dieses, da habe ich aber lange gebraucht, dass ich das so sehen kann, bis ich eben auf dieses Zitat von Bob Proctor gestoßen bin, der gesagt hat, Goals are not to get, also einfach nur zu sagen, okay, ich habe das jetzt geschafft und Hackerl und nächstes Ziel und wieder geschafft, super und nächstes Ziel, sondern ist natürlich erstrebenswert und muss man natürlich im einen oder anderen Lebensbereich natürlich auch machen, genau diese Herangehensweise, aber dann geht es genauso darum, dass man sich einfach Ziele setzt und wenn man am Weg erkennt, hey, das ist eigentlich nicht genau das, was ich mir vorgestellt habe oder so, dass man dann den Mut hat, um zu sagen, hey, ich orientiere mich um. Und ich habe mir jetzt nicht das falsche Ziel gesetzt, sondern ja, ich setze mir jetzt ein neues und am Weg zum Ziel, ich habe mich ja trotzdem weiterentwickeln. Ich bin eine bessere Version von mir selber geworden. Und das ist auch bei mir natürlich passiert. Und deswegen war ich froh, dass ich mir das Ziel gesetzt habe. Aber jetzt habe ich mich halt ein paar Mal dagegen entschieden, gegen dieses Ziel, gegen diese Zielerreichung. Und mir geht es gut dabei, ich fühle mich gut und für den Moment passt es. Vielleicht in 1, 2, 3, 5 Jahren, vielleicht würde ich mich wieder anders entscheiden, wer weiß. Aber aktuell ist es so und fühlt sich gut an. Und man kann immer nur die Entscheidungen im Moment treffen, auf Basis von dem, was man weiß, aber noch viel mehr auf Basis von dem, was man fühlt. Und diese Gefühle und diese Impulse, ob man jetzt sagt Bauchgefühl oder Intuition oder Herz, all das, was so kommt an Impulsen, das sollte oder das darf man nicht ignorieren oder unterdrücken oder rausschieben, sondern ernst nehmen und wenn da was kommt, ja, darauf hinschauen, was da für Impulse kommen, weil im Prinzip weiß man grundsätzlich immer tief in einem drinnen, in welche Richtung das gehen soll und wo die Entwicklung hingehen soll. Ja, ich bin mir sicher, dass das auch eine extreme gegenseitige Wertschätzung dann auch ist, wenn der Spieler oder der Mitarbeiter merkt, dass du aus deinem Herzen handelst. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Ebene, als nur aus dem Kopf zu handeln. Deswegen danke für diesen Einblick da auch in dein Leben. Du hast jetzt schon über Gefühle gesprochen. Was liebst du am Leben? Puh, was für eine Frage. Ja, viele Aspekte. Also ich bin einfach froh einmal, dass ich am Leben bin, dass mir halbwegs gut geht, dass ich gesund bin. Also dafür bin ich jetzt schon mal extrem, extrem dankbar, auch wenn es für mich nicht immer einfach war und ich den einen oder anderen gefühlten Rückschlag auch hatte. Aber dafür bin ich mal dankbar und das schätze ich auch und das, wie soll ich sagen, das liebe ich auch, dass ich einfach da unbeschwert mich bewegen kann und ja, einfach Kontakt haben kann auch zu anderen Menschen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, also dass da die Möglichkeit gibt, angefangen in der eigenen Familie, dass da Menschen gibt, auf die man sich verlassen kann, denen man vertrauen kann zu 100%. Wenn man sich was ausmacht, okay, dann passiert das auch. Also da muss man nicht hoffen und ja. Passiert das jetzt, kommt der zum vereinbarten Zeitpunkt oder nicht? Oder ja, das passiert einfach.
Dafür bin ich dankbar und das taugt mir extrem. Natürlich auch die Möglichkeit, Sport zu treiben, raus in die Natur zu gehen, einfach ja, diese Feelings zu haben, draußen zu wandern, raufgehen auf einen Berg, dann die Aussicht zu genießen, einmal das Gefühl zu haben, hey, heute habe ich mich überwunden, das war anstrengend, aber ich habe es geschafft. Also ja, diese Aspekte, die Möglichkeit zu haben, ja, im Prinzip alles im Leben zu erreichen, was man sich irgendwie nur so zum Ziel setzt oder wo man glaubt zumindest, dass es das Ziel ist. Also die unbegrenzten Möglichkeiten und auch die Unvorhersehbarkeit im Leben. Man kann noch so gut vorbereitet sein und noch so einen guten Plan haben. Da passiert irgendeine Sache im Fußball genauso wie im Leben und schon ist alles anders. Und ja, einfach da nicht zu wissen, was passiert und was kommt im Tag oder welcher Anruf kommt heute oder kommt eh keiner. Ist ein positiver Inhalt, ist ein negativer Inhalt und ja, das taugt mir einfach und das gefällt mir, dass da einfach ständig interessant ist und ständig was Neues passieren kann. Man sich natürlich auch ständig weiterentwickeln kann. Das ist das, ja, das ist so mein Zugang zum Leben, wo ich dankbar dafür bin und was mir einfach extrem auch gefällt. Ja. Was sind im Zuge dessen deine zentralen Lebensprinzipien? Die nächste interessante Frage. Einerseits ist, glaube ich, für mich wichtig, dass ich frei sein kann in dem, was ich mache. Also Prinzip Freiheit ist für mich ganz zentral, in Kombination natürlich dann auch mit einer gewissen Sinnhaftigkeit, dass ich ja, frei bin einerseits in meinem Tun und das, was ich tue, dass das Sinn macht, zumindest für mich. Also ich habe Probleme damit, wenn ich irgendwas machen muss, wo ich keine Sinnhaftigkeit erkennen kann, einfach um ja, einfach irgendwas auszuführen, was vielleicht von oben kommt. Da tue ich mir extrem schwer dabei. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ein weiteres Prinzip vielleicht für mich auch noch so das Thema Weiterentwicklung, Wachstum. Also das ist für mich, denke ich, schon auch zentral. Fällt mir ein Zitat eben vom Tony Robbins ein, der sagt, Growth equals happiness. Also wenn man das Gefühl hat, sich weiterzuentwickeln, dann, ja, dann ist man automatisch auch glücklich. Und ist ein Unterschied zur Veränderung. Also Wachstum ist nicht gleich Veränderung, weil verändern tun wir uns alle, ob wir jetzt etwas aktiv dafür machen oder nicht. Aber wachsen tun wir nur, wenn wir aktiv sind, wenn wir versuchen, uns weiterzuentwickeln, zu reflektieren, einfach die nächsten Steps zu gehen. Und das war immer schon so, ja, natürlich für mich. Also ich habe immer schon den Zugang gehabt und das war für mich wichtig und ist es nach wie vor und wird es auch in Zukunft immer sein. Und das habe ich schon gesagt, auch vorher, glaube ich, habe ich es kurz angesprochen, eben diesen Kontakt auch zu anderen Menschen zu haben, eine Connection auch aufzubauen, nicht nur zu dir selbst, sondern dann auch zu anderen Menschen und idealerweise dann auch im Team ja, eine Connection aufzubauen, als Team in eine bestimmte Richtung zu gehen. Also das sind so für mich so die wesentlichen Aspekte oder die wesentlichen Prinzipien, die für mich das Leben lebenswert machen, ja. Du hast jetzt kurz über Tony Robbins gesprochen. Kannst du uns kurz sagen, wer das ist und was du für eine Beziehung zu ihm hast? Puh, wer das ist, also am besten tippt jeder bei Google oder in irgendeiner anderen Suchmaschine den Namen Tony Robbins ein. Doppel-B, Tony Robbins. Und ich weiß nicht, wie man Motivational Speaker, Persönlichkeitsentwickler, Philanthrop, also ich weiß gar nicht, wie man ihn bezeichnen kann und darf und soll, aber jedenfalls jemand, der einfach das extrem viel gibt, ans gute Menschen glaubt und einfach versucht, positive Akzente auch zu setzen im Leben vieler, vieler Tausender und Millionen von Menschen. Und ich bin auch, ja, ich glaube jetzt nicht wirklich an den Faktor Zufall oder ja, ich bin halt vor ein paar Jahren auf ihn gekommen, nicht per Zufall, sondern wahrscheinlich habe ich ihn angezogen in mein Leben und ja, über das eine oder andere, über den einen oder anderen Artikel, ein, zwei Bücher, glaube ich, die ich gelesen habe, aber viele Videos, die ich von ihm dann gesehen habe, auch auf YouTube, habe ich mir dann entschieden, vor, ja, jetzt wären es dann wahrscheinlich bald 2 Jahre, nach London zu gehen, zu einem Event von ihm, Unleash the Power Within, oder Blödsinn, gutes Jahr ist es her, ein bisschen über ein Jahr. Und da war ich ja, in London in einer Halle von 12.000, ja, unglaublich motivierten, positiven Menschen, gefühlt wie auf einem Rockkonzert, aber mit dem Unterschied, dass alle nüchtern waren und ja, gute Zeit hatten, einfach sich und ja, einander weiterzuentwickeln. Und
Ja, da habe ich extrem viel mitnehmen können aus diesem Erlebnis, auch wie sein Zugang auch so ist zum Thema Mindset, dann auch ja, die Art und Weise, wie man mit seinem Körper umgeht, die Bewegungen, die man ausführt. Das heißt, dass einfach der Körper den Geist dann auch führt. Das heißt, wenn wir jetzt da miteinander kommunizieren und ich würde so irgendwie passiv und nur so irgendwie hier hängen und langsam vielleicht mit dir sprechen, dann ist das ganz was anderes, wie ich bin da aktiv und ich bin da vielleicht ein bisschen, ja, fuchtel mit meinen Händen herum und habe eine andere Energie. Das heißt, wie ich meinen Körper, also die Körperhaltung, die Körpersprache hat einen extremen Impact dann auch auf die Art und Weise, wie man sich fühlt und was man auch denkt. Und das habe ich von ihm mitbekommen, versuche ich natürlich auch in meine tägliche Arbeit mit einzubauen, also da verschiedene Aspekte. Habe mir dann einen Coach dann auch genommen von ihm, also einen lizenzierten Coach, der da ja auf Basis von seinen Prinzipien dann auch Dinge vermittelt, weil ich mir auch gesagt habe, ja, also ich war längste Zeit mein eigener Coach, mein eigener Trainer und du kannst dich halt immer nur bis zu einem gewissen Punkt dann auch weiterentwickeln, alleine und dann macht es Sinn, wenn man sich den einen oder anderen zu Hilfe nimmt. Und dafür habe ich mich entschieden, weil ich einfach was Neues machen wollte, weil ich gesagt habe, wenn ich immer nur das mache, was eh alle anderen machen, dann werde ich irgendwann auch dieselben Resultate haben wie alle anderen. Und darauf habe ich nicht wirklich Lust gehabt und nach wie vor keine große Lust. Und da war es einfach wichtig für mich zu erkennen, okay, ich möchte jemanden haben in meinem Leben, der mich noch mehr unterstützt, pusht, ja, auch weiterentwickelt, interessante Fragen stellt. Weiterentwickeln kann ich mich eh nur selber, aber durch die Art und Weise, wie er da mit mir kommuniziert hat, ist bei mir extrem viel auch an Weiterentwicklung passiert. Und das ist so ja mein Zugang auch zu Tony Robbins. Du hast jetzt schon das Wort Entwicklung genannt. Davor hast du unterschieden zwischen Veränderung, die ja sowieso stattfindet, und Wachstum. Wie hilfst du deinen Spielern zu wachsen? Einerseits glaube ich, ist es egal, was man macht. Also nochmal, wachsen kann jeder Mensch nur selbst. Also ich kann jetzt niemanden zwingen zu wachsen oder sich weiterzuentwickeln oder ein neues Mindset sich anzueignen. Das passiert bei jedem Menschen selbst. Was man, glaube ich, machen kann, ist, dass man mit gutem Vorbild vorangeht, dass man versucht, ja, selbst da das Vorbild, die Referenz zu sein für andere Leute, die sich dann orientieren können an einem selbst. Dass das nie für jeden Menschen passt, ist mal sowieso klar. Aber wenn man ein paar Prozent abholen kann und wo die dann sagen, hey, so wie der tut, das gefällt mir. So irgendwie möchte ich auch einmal dann leben oder so eine Einstellung haben oder so ein Approach fürs Leben. Ich glaube, das wäre auch was für mich. Also wenn das passiert, dann bin ich schon happy, dann habe ich schon gewonnen, unter Anführungszeichen. Und darum geht es für mich einfach zu inspirieren, Dinge anzubieten, so wie ich es vorher schon angesprochen habe, einfach wie bei einem Buffet, dass man verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat. Da gibt es eine Strategie, da gibt es eine Möglichkeit, da und dort. Und jeder sucht sich dann das aus, was für ihn persönlich passt. Und dann einfach da zu sein, ja, zu unterstützen, einfach manchmal nur zuzuhören. Das heißt, wenn es irgendein Thema gibt für einen Menschen, für einen Spieler, einfach oft ist es das Wichtigste, was man machen kann, einfach nur den Mund zu halten und zuzuhören, ein paar Mal zu nicken und das war es dann schon. Und das hat einen Impact, wo man gar nicht glaubt im Vorfeld, was das für einen Impact haben kann. Also so versuche ich das Ganze anzulegen. Einfach natürlich zu sein, ich zu bleiben, das ist, glaube ich, entscheidend. Nicht mich irgendwie zu verstellen oder ja, anders zu sein, wie ich tatsächlich bin. Dafür ist aber wichtig, dass man sich möglichst gut kennt, klar ist, was so die eigene ja, Richtung sein soll, in die man geht. Und dann, glaube ich, geht es auch relativ gut, dass man dass man da ja, vorangehen kann und eine Referenz für andere Personen sein kann. Was ist für dich aufrichtige Wertschätzung, sowohl im Leben als auch natürlich dann als Coach, als Trainer? Wertschätzung, also für mich hat es viel auch mit Aufmerksamkeit zu tun. Im Gespräch, in der Kommunikation. Also mir fällt jetzt das Beispiel ein. Stelle vor, du triffst dich mit jemandem zum Essen oder auf einen Kaffee zum Trinken und du unterhältst dich mit ihm über ein Thema und der hat sein Handy am Tisch liegen.
und alle Notifications eingeschaltet oder wie das heißt, keine Ahnung. Und redet mit dir und schaut alle 5 Sekunden, weil es wieder vibriert, aufs Handy. Nächstes Mal. Wie geht es dir dabei, wenn du so ein Gespräch führst? Oder fühlst du dich da wertgeschätzt in so einem Gespräch, in so einer Situation? Oder denkst du dir, hey, bin ich dir wichtig oder nicht? Oder warum, wir zwei haben uns jetzt einen Termin ausgemacht, scheint dir wichtig zu sein, mir ist es zumindest wichtig. Und was ist da jetzt so wichtig, dass du alle 5 Sekunden auf dein Handy schauen musst und mit den Gedanken schon wieder woanders bist? Und das ist also das ein Beispiel, worum es mir einfach geht, dass man einfach, wenn man mit jemandem kommuniziert, dass man wirklich schaut, dass man selber einmal präsent ist, dass man versucht, alles wahrzunehmen, was da so abgeht, und dass man dem Gegenüber Aufmerksamkeit schenkt. Einfach da ist, auf seine Inputs dann auch eingeht und so einfach demonstriert, dass das, was gesagt wird, wertzuschätzen ist. Auch Thema Loben, wenn Dinge gut gemacht werden, dann kann man das durchaus auch sagen und auch regelmäßig sagen, wenn man gewisse Sachen gut macht oder wenn Spieler oder Menschen, wer auch immer jetzt, wenn jemand einen guten Job macht, dann kann man das auch sagen. Genauso gehört es aber dazu, dass wenn ein Job nicht so gut gemacht wird, dass man dann auch das anspricht und einfach ehrlich miteinander kommunizieren. Ich glaube, das Ganze macht es dann einfach aus. Und ja, würde mir jetzt einfallen, wenn du mir die Frage stellst, was ist für mich so aufrichtige Wertschätzung und auch wie ich lebe oder versuche zu leben. Dass es nicht immer zu 100% gelingt, glaube ich, also das ist so. Das gelingt mir auch nicht jeden Tag und nicht bei jedem Gespräch zu 100%. Da muss ich mich selber auch bei der Nase nehmen, aber zumindest ist es mein Ziel, dass mir das so oft und ja, so gut wie möglich gelingt. Thomas, du hast jetzt schon angesprochen, du warst bei Pinkerfeld in den Senioren, du bist jetzt genauso jetzt wieder im Jugendbereich. Wie hat sich deine Rolle oder dein Rollenverständnis als Coach mit den Prinzipien, die du vertrittst, über die Jahre entwickelt? Ich glaube, wenn ich jetzt so die letzten, ja, bin bald 15 Jahre Trainer, wenn ich so, es war mir immer, der Mensch war mir immer wichtig. Also das war mir immer ein ganz wichtiger Punkt. Nicht jetzt der Fußballspieler oder die Fußballspielerin, sondern der Mensch. Steckt immer ein Mensch auch drinnen in jedem Spieler. Und das war mir immer das Wichtigste. Am Anfang war es vielleicht so, dass ich mehr noch in die Richtung gegangen bin. Okay, ich muss jetzt inhaltlich was vermitteln, was natürlich nach wie vor wichtig ist und richtig ist und dazugehört, also Technik, Taktik, all diese Elemente, und habe mir jetzt einen Plan fürs Training und das ist die Aufgabe im Training, und dann stehen da zweimal eine Minute mit 30 Sekunden Pause und genau, ja, mit der Stoppuhr hat man mitgestoppt und nach einer Minute war Stopp, dann kurze Pause und dann zweite Sequenz. Also da war ich sehr, sehr orientiert und sehr, sehr gut organisiert und strukturiert, weil ich eben der Meinung war, ja, weil das ist der Plan, das ist sportwissenschaftlich korrekt, und da haben wir dann den größten Effekt im Sinne der Weiterentwicklung. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also wenn ich sehe, was da passiert im Training, Jungs oder die Mannschaft ist in einem guten Moment, hat gute Energie an dem Tag, und dann spricht da nichts dagegen, wenn man statt der eine Minute 15, 20, eine Minute 30 spielt. Oder statt zwei Durchgänge drei spielt oder vier Durchgänge spielt. Und da ist mir einfach wichtig, und das habe ich auch für mich erkennen und lernen müssen, genau auf das einzugehen, was gerade eben Thema ist, was gerade eben passiert. Und da denke ich, habe ich mich extrem auch in den letzten Jahren jetzt in der Akademie weiterentwickeln können, dass ich mehr versuche zu fühlen, was ist denn da gerade Thema und was braucht es jetzt von mir? Muss ich jetzt laut werden? Reicht es, wenn ich leise bleibe? Den Plan, den ich jetzt hatte fürs Training, ziehe ich den zu 100% durch, streiche ich was weg, mache ich was zusätzlich. Also die Freiheit, die muss man sich dann auch geben. Aber das kommt halt nicht nach einem Jahr Erfahrung. Also da, ja, bei mir hat es jetzt 12, 13, 14 Jahre gedauert, dass ich dann die Kompetenz dann auch mir angeeignet habe, um dann im Training diese Changes auch durchführen zu können. Aber es ist halt der Prozess, und so denke ich, wenn ich jetzt reflektiere, glaube ich, das war so sicher der entscheidende Punkt, wo ich für mich erkennen konnte, dass ich mich stark weiterentwickelt habe. Natürlich wirst du klarer in deiner Spielidee, all diese anderen Aspekte auch, ist logisch, aber das ist so der wesentliche Aspekt. Was
fühlst du, wenn du in deiner Rolle als Trainer bist? Also wenn du auf dem Platz stehst, neben dem Platz, was sind so deine, was verbindest du damit? Ganz schwer zu sagen, also einfach ein gutes Feeling, ein gutes Gefühl. Ich bin dankbar. Da muss man einfach unterschiedliche Erfahrungen machen im Leben, um halt immer wieder dann auch das wertschätzen zu können, was man eigentlich eh im Moment gerade hat. Corona hat sich auch da richtig gut gepasst, in dem Sinne, dass man einfach noch dankbarer ist und das noch mehr wertschätzt, wenn man dann wirklich wieder am Platz stehen kann, was davor selbstverständlich war. Und ja, nächstes Training und dann schon wieder Training und schon wieder Training und heute ist es ein bisschen anstrengend und ja. Und jetzt glaube ich, also das zumindest bei mir wird das zu 100% und ich habe jetzt schon beobachten können, also egal jetzt was für Tag, ob Regen ist oder Schnee oder die Sonne scheint oder ob es mal anstrengend ist oder nicht, ich bin einfach dankbar, dass ich dabei sein darf, dass ich die Verantwortung auch haben darf für andere Menschen. Das ist mir, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt und freue mich drauf, habe ein geiles Gefühl, habe eine gute Energie und ja, empfinde einfach große Freude, wenn ich da am Platz stehe. Aber es ist natürlich immer gut, wenn du selber der Cheftrainer bist, wenn du in Absprache mit deinem Trainerteam ja, Dinge versuchst, dann auch zu arbeiten, eigene Ideen gehst, Dinge machst, die noch nie jemand vielleicht vor dir gemacht hat. Aber einfach, wenn du eine coole Idee hast dann, und du davon überzeugt bist, das kann funktionieren, dann mach es. Und diese Möglichkeiten einfach zu haben, das ja, weiß ich einfach extrem zu schätzen und auf das freue ich mich jeden Tag. Und wirklich jeden Tag, wenn ich zum Training fahre, ich habe so einen Grinser drauf, haben wir noch eine gute Musik rein und ja, kann der Tag nur mehr gut werden. Als wir uns kennengelernt haben, hast du diesen Satz gesagt, der mir sehr hängen geblieben ist. Ich bin mehr als nur ein Fußballcoach. Was ist dieses Mehr in deiner täglichen Arbeit? Ja, das war so für mich auch die Erkenntnis, die ich gehabt habe. Jahrelang habe ich mich halt nur ausschließlich als Fußballcoach gesehen und auch so definiert und habe da auch nicht unterschieden zwischen mir als Privatperson oder mir als Trainer, sondern das war immer eins, so immer Fußballtrainer. Und mittlerweile sehe ich auch das Thema und nicht nur sehe es, ich fühle es auch anders. Und da ist mir einfach nur ja, hängen geblieben, dass natürlich die Arbeit am Platz wichtig ist, das technisch-taktische, was ich schon angesprochen habe. Aber für mich ist dann nicht, wenn das Training aus ist, ist nicht vorbei. Ich sage Tschüss zu den Spielern und das war's, sondern dann geht es ja so richtig los, was betrifft Beziehungen aufbauen, Vertrauen herzustellen, Gespräche zu führen, ja, bei den diversen Essenszeiten anwesend zu sein, einmal am Tisch mit den Spielern zu sitzen, dann wieder ja, genug Distanz auch zu wahren, dass die Jungs Jungs sein können und Blödsinn machen können, auch mal ein bisschen blöd über den Trainer reden können. Also immer dabei zu sein, ist vielleicht auch nicht geschickt, aber da einfach eine gute Balance zu finden, vielleicht einmal dort und da ein bisschen Freizeit auch mit den Spielern zu verbringen. Wir haben so ja, lässiges Thema gehabt so in der letzten Saison, dass wir immer wieder auch Tischtennis gespielt haben, so intern, wo es ja unglaubliche Battles gegeben hat. Und ja, weil man einfach dann die Spieler dann anders kennenlernt. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig für jeden Menschen, der andere Menschen führt oder versucht zu führen, dass man nicht nur immer den Menschen in der einen Situation, wo man vielleicht gerade verantwortlich ist für den Menschen, kennt und weiß, wie er reagiert, sondern auch in anderen Situationen. Dass man was erfährt über ihn, über seinen Background, über seine Motivation, über seine Ziele und ja, was ihn gerade beschäftigt, ob er gerade eine Freundin hat oder nicht oder ob es gerade ein bisschen schwierig ist oder gerade ja, sich getrennt hat von seiner Freundin, wie auch immer. Also das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Dinge, die man, ja, die man im Sinne des Spielers dann auch gut einsetzen kann, wenn man die weiß. Danke. Nun reden wir ja von einem Fußballspiel. Was bedeutet Spielen für dich? Ich glaube, dass, also wenn ich an Spielen denke, dann denke ich an mich als kleiner Junge. So das Erste, woran ich mich erinnern kann, das habe ich am liebsten gemacht, irgendwelche Spiele, egal ob das Fußball war oder irgendwelche Abenteuer-Szenarien durchgespielt mit meinen Geschwistern oder mit meinen Freunden, wie ich noch klein war.
Ja, da vergisst man einfach alles so um einen herum. Da ist man einfach komplett im Moment, genießt das Leben, macht sich keine großen Gedanken, was sonst noch so Thema ist im Leben oder was sich jemand von einem erwartet oder was die Erwartungshaltung ist der Öffentlichkeit oder der Medien oder der Eltern oder man macht einfach. Man ist einfach so, wie man ist. Man tut einfach, man hat eine geile Zeit. Man versucht natürlich zu gewinnen, die meisten zumindest. Für einige ist es schon ja, das Wichtigste oder das Beste, einfach nur zu spielen, unabhängig davon, jetzt, ob man gewinnt oder nicht. Und ja, das fällt mir ein, wenn es zum Thema Spielen geht. Und ich glaube, dass der Mensch dann Mensch sein kann, wenn er spielt. Oder mir fällt jetzt auch ein, das Thema Tanzen, weil ich das auch ab und zu ja, auch mache. Da vergisst man einfach. Da ist man einfach so, wie man ist, mit seiner ganzen ja, Persönlichkeit, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Und man tut einfach. Und das wird von allen akzeptiert. Jeder hat eine gute Zeit. Und ja, ich glaube, darum geht es. Und im Leben, glaube ich, geht es auch darum, dass man mehr und mehr von diesen Erlebnissen auch hat. Als Kind hat es genug davon gegeben. Hoffe ich zumindest in den meisten Leben. Bei mir war es zumindest so. Aber die Gefahr ist dann, wenn man älter wird und erwachsen wird, ja, dass diese Erlebnisse dann oft zu kurz kommen. Und daran immer wieder erinnern und auch selber schauen im Leben, dass man genug spielt und Anführungszeichen. Das glaube ich wäre ein guter Zugang, den man sich auch setzen kann fürs eigene Leben. Danke. Wie definierst du Erfolg? Da fällt mir ein Zitat ein von Coach John Wooden. Ich weiß nicht, ob du den kennst auch. Ex-Basketballtrainer, einer der besten College- Basketballtrainer, den es je gegeben hat, jahrzehntelang in Kalifornien an der UCLA Trainer gewesen und der hat gesagt, sinngemäß, weiß jetzt nicht, ob ich es genau noch weiß, Success is peace of mind in knowing you did the best you're capable of becoming. So in die Richtung. Also es geht darum, am Ende des Tages oder am Ende des Lebens sagen zu können, hey, ich habe alles gegeben. Alles, was in mir drinnen steckt ist, ich habe es rausgehauen, ich habe alles mobilisiert, ich habe alles rausgehauen, aus jeder Minute, aus jeder Stunde, aus jedem Tag, aus jeder Woche, aus jedem Monat, aus jedem Jahr in meinem Leben. Ich bin happy. Das ist für mich Erfolg. Erfolg ist natürlich, also so kann man jetzt Erfolg, wenn ich jetzt das Beispiel hernehmen würde, Profifußball, wenn ich so Erfolg definieren würde, dann wäre ich fehl am Platz, weil das wird keiner akzeptieren. Da geht es halt dann um Resultate, das heißt, da geht es dann darum, Spiele zu gewinnen. Aber ich glaube, dass das, was ich vorher gesagt habe, dass die Resultate die Folge von der Herangehensweise sind, die ich zu Beginn skizziert habe. Das heißt, wenn man einfach seinen Weg geht, am Abend jeden Tag schlafen geht und sagt, hey, heute war wieder ein geiler Tag, ich habe nicht hergeschenkt, ich habe ja, nicht 17 Stunden PlayStation gespielt und Fast Food gegessen den ganzen Tag und ja, Tage hergeschenkt. Das war bei mir nicht die 17 Stunden PlayStation und auch nicht das übermäßige Fast Food. Aber ich habe auch so Phasen gehabt in meinem Leben, wo ich am Abend schlafen gegangen bin und mir gedacht habe, puh, das war heute nicht gut. Oder da war mehr drinnen gewesen. Und da ist halt wichtig, dass man dann im Leben, dass man nicht zu viele von diesen Tagen hat. Die gibt's und die gehören auch dazu. Aber wichtig ist einfach, dass man dann wieder sagt, so und morgen ist ein neuer Tag und da startet man wieder rein und da gebe ich wieder mehr Gas. Und das ist für mich Erfolg. Wenn man das möglichst immer sagen kann und Erfolg auch in dem Sinne, dass man einfach das im Laufe des Tages tun kann, worauf man die größte Lust hat, den größten Spaß hat. Das heißt, idealerweise findet man einen Job, wo man dann natürlich auch finanziell dann auch abgesichert ist, der kein Job ist oder gefühlt keine Arbeit ist, sondern einfach das ist, was einem am größten, ja, den größten Spaß bereitet. Und dann, glaube ich, hat man es geschafft. Dann ist man erfolgreich für mich, so wie es ich definiert habe. Nicht jetzt, wenn man jetzt Millionen Euro oder Dollar oder was auch immer verdient und am Ende des Tages heimkommt und unglücklich ist, dann ja, ist es für mich Misserfolg. Obwohl ja, da Millionen vielleicht am Bankkonto liegen. Das interessiert dann niemanden, wenn man nicht happy ist. Nun heißt dieser Podcast ja Eye-Level-Podcast und das ist auf Deutsch quasi Podcast auf Augenhöhe. Was ist für dich Augenhöhe? Ich glaube, dass sehr, sehr viel auch mit Respekt zu tun hat, mit der Fähigkeit, sich auch in andere Menschen hineinzufühlen, also
empathisch zu sein. Ja, auch das Ernstnehmen des Gegenübers. Das hat aber auch mit Respekt zu tun. Also das wäre so für mich, wenn du von Augenhöhe, oder würde mir einfallen zum Thema Augenhöhe. Also respektvoller Umgang, ja, mit jeder Person, die einem so begegnet. Und nie von oben herab, nie glauben, okay, ich bin jetzt besser wie der Mensch oder der ist schlechter wie ich oder wie auch immer man das auch denkt oder fühlt, dass das da und dort vielleicht einmal passieren kann. Und ja, ich glaube, wenig Leute da draußen gibt es, die sagen können, das ist mir noch nie passiert. Das ist auch menschlich, aber dann muss man schnell wieder den Fokus finden und schnell wieder da zurückkommen und sich auf das besinnen, worum es wirklich geht dann im Leben, nämlich dass man Menschen auf Augenhöhe dann auch begegnet. Inwieweit hängen für dich Augenhöhe und Liebe zusammen? Also ich glaube, dass Liebe, wie auch immer jeder das für sich dann auch definieren mag, dass das nur dann gefühlt wie Liebe ist oder sich das so anfühlt wie Liebe, wenn das auf Augenhöhe passiert. Sobald es da eine Person gibt oder ja, einen Partner gibt, der da glaubt, ich muss da von oben herab oder von unten rauf irgendwas machen, dann hat das für mich nichts mit Liebe im klassischen Sinne zu tun. Also dann ist das irgendwie ein Ausspielen von Macht oder Unterdrücken von sonst irgendwelchen Dingen, aber dann hat das für mich nichts mit Liebe zu tun. Und deswegen glaube ich, ist Augenhöhe der ganz, ganz zentrale Aspekt in dem Kontext, ja. Hand aufs Herz, wie hast du deinen Zugang zu deinem Herzen gefunden? Puh, ja, nächste herausfordernde Frage. Ich weiß nicht, welche Leute da zuhören bei dir, bei deinem Podcast. Vermutlich wird es aber einigen so gehen, die das Gefühl haben, okay, ich bin ein bisschen zu sehr im Kopf unterwegs. Also ich bin zu rational, ich möchte so von der Idee her, ich möchte mehr in mein Herz kommen, ich möchte mehr in mein Gefühl kommen. Also ich glaube, dass es viele Menschen da draußen gibt, die genau dieses Thema haben oder für sich erkannt haben, hey, ich möchte was ändern. Genau gleich war es bei mir. Also ich habe auch für mich erkannt, natürlich ist es wichtig und gut und in vielen Situationen ist das das Gescheiteste, wenn man ganz klar auf das hier hört und den Impulsen folgt, die da vom Hirnkastel, vom Gehirn her kommen. Aber dann gibt es halt genug Momente im Leben, wo das auch eher kontraproduktiv ist. Und ja, da habe ich mich natürlich auch auf den Weg gemacht und eben über den Coach, den ich gehabt habe zu dem Thema, haben wir natürlich auch Sessions gehabt, immer wieder auch Dinge besprochen, auch Fragen gestellt. Das ganz, ganz Entscheidende, glaube ich, ist, dass man immer wieder dann auch in die Selbstreflexion geht, dass man sich Zeit nimmt, dass man versucht, zur Ruhe zu kommen, mal rausgeht in die Natur, Spaziergang einen längeren hinlegt, auch wenn es bei mir grundsätzlich die 3 Minuten Duschen sind. Aber ja, kann man auch ein bisschen länger mal in der Dusche stehen bleiben. Das muss dann nicht eiskalt sein, sondern kann man durchaus ein bisschen wärmer aufdrehen und sich mit einem Thema beschäftigen und versuchen reinzuspüren in den Körper, was da so ist. Und ja, jetzt für mich, um auf den Punkt zu kommen, war es jetzt dann eigentlich eine Coaching-Session mit einer Person, die ja sehr, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, oder aber unglaubliche Fähigkeiten hat. Und das war dann für mich gefühlt nach dieser einen Coaching-Session, wo ich dann das Gefühl gehabt habe, so, jetzt habe ich den Kontakt wieder hergestellt zu dem Ding hier, nämlich zu meinem Herz. Und ja, seitdem geht es mir anders und in vielen Situationen, ja, fühle ich mich anders wie davor. Und das war dann dieser eine Moment. Aber also das war für mich unglaublich, konnte ich zu Beginn auch nicht wirklich verstehen, wie das jetzt funktioniert hat oder wie sowas geht. Aber ich kann nur sagen, es fühlt sich gut an für mich. Das Entscheidende für Leute da draußen ist einfach, wenn man das Gefühl hat, dass man was ändern will, dann muss man sich auf den Weg machen. Ich glaube, wenn man mal am Weg ist, dann bleibt man drauf, dann dreht man immer um. Und dann sucht man so lange, bis man da halt dann ja, seine Antworten gefunden hat auf die Fragen, die man sich stellt. Und das kann jetzt so ähnlich ablaufen wie bei mir, aber das kann auch komplett anders ablaufen bei vielen Menschen da draußen. Thomas, danke für so viel Verletzlichkeit.
Bitte. Jetzt haben wir schon über das Herz gesprochen. Was sind deine Ambitionen im Leben? Puh, also, so wie wir vorher schon gesprochen haben, auch über das Thema, habe ich jahrelang geglaubt, ich habe es dann geschafft, wenn ich mir gewisse Dinge beweise, dass ich das und das schaffe, dass ich Trainer, Profitrainer sein kann im Profifußball. Und wie ich schon angesprochen habe, ist die Möglichkeit da und ich mache es nicht. Wo ich mir dann gedacht habe, ey, was ist denn da los? Und ja, ich habe es für mich einfach so mit definiert. Es geht mir darum, einfach glücklich zu sein bei dem, was ich mache, so oft und so lange wie möglich. Im Idealfall jeden Tag und das möglichst lange, mich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, viele, viele andere Aspekte sind dann die logische Folge aus der ganzen, ja, aus dem Zugang. Ich glaube, dass mir wichtig ist, dass im Sinne der Weiterentwicklung, also ein Thema oder eine große Ambition von mir ist auch, dass ich mich besser, noch besser kennenlerne, auf sogenannte Blindspots mehr draufkomme. Also das sind genau die Bereiche im Leben, die vielleicht alle Leute um einen herum eh ständig wahrnehmen und checken, aber nur man selbst nicht. Aber diese Erkenntnis zu haben, das ist oft nicht so einfach und das ist ein langer Prozess, aber das wäre auch so ein Ziel, das ich mir gesetzt hätte. Ja, natürlich auch alles, was mit dem Thema Freiheit zu tun hat, einfach frei zu sein, das Leben leben zu können, das ich mir wirklich vorstelle. Dazu gehört natürlich auch finanziell frei zu sein. Das wäre so ein großer Punkt auch in meinem Leben, weil wenn du das bist, also ich formuliere es anders, alles, was du nicht hast, kannst du nicht geben. Das heißt, mein Zugang ist dann auch, wenn möchte irgendwann natürlich dann auch, und ich tue es auch aktuell schon, aber in kleineren Rahmen, aber versuchen, Gutes zu tun, Menschen zu helfen, auch einmal finanziell zu unterstützen. Aber das gelingt halt nicht, wenn du selbst nicht in einer gewissen Situation bist, dass du das machen kannst. Das heißt, das ist auch so, ja, eine große Ambition, sage ich jetzt einmal dazu, in meinem Leben. Und ja, ich habe auch gelernt, dass ich mir selbst nicht alles beweisen muss, dass ich ja, mein eigenes Ego, das ist zwar schon wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Und mittlerweile bin ich in einer Situation, dass ich halt gewisse Dinge einfach ja, anders entscheide wie noch früher. Und deswegen, das glaube ich, was ich jetzt angesprochen habe, waren so die wesentlichen Dinge, um die es geht, glaube ich, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten in meinem Leben. Kann durchaus der ein oder andere Aspekt neu dazukommen oder vielleicht fällt der ein oder andere Aspekt weg, der vielleicht weniger wichtig wird für mich. Ja. So sehe ich es jetzt mal Stand heute. Danke, sehr, sehr interessant. Was war bisher der prägendste Moment in deinem Leben? Puh, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe schon das ein oder andere Mal genau mir zu dem Thema Gedanken gemacht. Auf dieses eine Erlebnis komme ich nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, so das war der Moment. Prägend jetzt also in der unmittelbaren Vergangenheit war bestimmt dieser Entscheidungsfindungsprozess, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, eigentlich in eine andere Richtung zu gehen, wie ich es über ein Jahrzehnt eigentlich für richtig empfunden habe. Das war sicher prägend und ja, dann hat es viele prägende Situationen gegeben. Einfach Situationen, wo man Kontakt mit anderen Menschen hatte oder wo ich Kontakt mit anderen Menschen, mit Freunden, mit Familie hatte, wo man zusammenkommt, eine geile Zeit hat, ja, mal was Lustiges startet. Das ist bei uns eh meistens der Fall. Also da sind viele, viele Momente hängen geblieben, an die ich mich gerne zurückerinnere. Aber so, dass ich jetzt sagen kann, dieser eine Moment, der ist es, der war es, das war den bin ich noch auf der Suche, also fällt mir keiner dazu ein. Du hast davor kurz angesprochen, diese Servicearbeit, also quasi für andere da zu sein, Gutes zu tun. Was gibt dir das? Warum ist das etwas, was du gerne machen möchtest? Ich glaube, alles im Leben macht man, weil man ein gutes Gefühl haben will bei dem, was man macht. Und genau das, was ich mache, gibt mir das.
Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann anderen Menschen helfen, ich bin da, ich kann sie unterstützen, dann habe ich einfach ein gutes Gefühl dabei. Und das, glaube ich, ist die Antwort, um es kurz zu fassen. Ich bin happy, bin glücklich, ich erkenne einen Sinn in meinen Tätigkeiten, in meinen Handlungen und ja, bin froh, dass ich das jetzt für mich einmal gefunden habe im Leben. Und ich weiß, dass viele Menschen das schon früher gefunden haben oder in sehr, sehr jungen Jahren. Ich weiß, dass viele Menschen auf der Suche sind. Ich weiß, dass viele Menschen das lange Zeit nicht finden oder vielleicht das ganze Leben über nicht finden. Und ich bin happy, dass für mich das der Fall ist, dass ich das mittlerweile erkannt habe, was wichtig ist für mich im Leben. Und ja, dem versuche ich dann halt auch entsprechend zu folgen. Thomas, was ist die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest? Weiß nicht, wer das Zitat gebracht hat, aber sollst immer selber so agieren oder so sein, wie die Veränderung, die du in der Welt auch sehen willst. Also mir ist wichtig, viele Themen, die wir heute schon angesprochen haben, also dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man jeden respektiert, dass man ja, viel von seinem Herzen aus auch agiert, so kommuniziert und Freundschaften auch aufbaut. Ja, gute Zeit hat, grundsätzlich den Zugang hat, jemandem helfen zu wollen und nicht die erste Idee zu haben, okay, wie kann ich dem schaden? Oder wenn ich jetzt ans Fußballspiel denke, der Spieler spielt auf meiner Position, der ist aktuell ein bisschen besser wie ich, wie kann ich dem wehtun, dass er verletzt ist und nicht spielen kann? Da würde ich mir wünschen, dass man den Zugang hat, hey, was kann ich noch besser machen, damit ich dem Trainer beweisen kann, dass ich der bessere Spieler bin? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich aber auch meinem Kollegen helfen, dass er dass sich verbessert? Also das ist nicht immer einfach, also das weiß ich. Aber ich glaube, dass darum auch geht im Leben. Und das, ja, ich glaube, dass alles, was wir irgendwie so als Menschheit wissen müssen, also was das Wissen betrifft, das ist vorhanden. Das müssen wir uns nur aneignen. Ich glaube, dass in den vielen Fällen schon längst in uns drinnen steckt. Und da müssen wir einfach einen Zugang finden, dass man das dann, dieses Wissen, das in uns drinnen ist, einfach aktivieren. Und das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, wenn genug Menschen in die Richtung denken und handeln, dann werden wir uns sehr, sehr schnell in einer anderen Welt wiederfinden, wo es jedem gut geht, wo jeder aufeinander schaut, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man füreinander da ist, wo man natürlich auch einmal einen Fehler machen kann, der dann auch verziehen wird, wo man drüber steht, wo man einfach einen gewissen Grad der Entwicklung schon hat, um eben ja, auch verzeihen zu können. Ich glaube, wenn uns das gelingt, jedem Einzelnen einen Tick mehr, wie vielleicht noch gestern, und es ja, mehrere Menschen ja, in die richtige Richtung, also in die Richtung denken, und dann glaube ich, haben alle miteinander eine schöne Zeit auf diesem Planeten. Habe ich das richtig verstanden, dass quasi das Gute in uns ist und nur manche es halt so weit verdrängt oder vergessen haben, dass sie es einfach wieder hervorholen dürfen? Davon bin ich zu 100% überzeugt, ja. Also das ist meine Überzeugung. Ich glaube, insgeheim wissen viele Menschen selbst, was gut ist für sie und was richtig ist in vielen Situationen. Aber aus gewissen Gründen, aus Erlebnissen aus der Vergangenheit, wie auch immer, gelingt es dann nicht immer, das einzugestehen, dann also das auch einmal zu akzeptieren, das ist so, und dann auch entsprechend zu handeln. Aber grundsätzlich, wie gesagt, alles, was wir wissen müssen, was wir brauchen, um gut durchs Leben zu kommen, das steckt in uns drinnen. Und dann ist nur eine Frage, können wir das alles finden? Wann finden wir das? Können wir es dann auch entsprechend aktivieren? Wie finden wir das? Und ich glaube, dass man dann oft alleine eine richtig schwere Zeit hat oder dass es schwer ist, dass man dass man all diese Dinge dann auch findet in sich selbst. Und da tut es dann gut, wenn man jemanden hat, mit dem man plaudern kann, der schon gewisse Erfahrungen selber gemacht hat, die man oder in einer ähnlichen Situation war, in der man vielleicht selbst gerade ist oder sich einen Coach nimmt oder wen auch immer, einen Freund, Familienangehörigen, jemanden, dem man vertraut. Und ja, ich glaube, da kann man dann ja, gute Impulse setzen, im anderen Menschen dann vielleicht dieses eine oder andere zu triggern und ja, Dinge dann auch freizusetzen. Du hast jetzt schon gesagt, dass es tief in dir ist, dieses Gute, dieses Liebevolle, dieses
ja, Gebende dann auch, so wie ich es verstanden habe. Wie fühlt sich diese tiefe Liebe in dir drin an? Komme jetzt wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, einfach gut. Und ja, ein Gefühl, für das man dankbar sein kann, wo ja weiß, dass vielen da draußen, dass denen nicht so gut geht und diese gewissen Dinge vielleicht aktuell nicht fühlen können, was mir relativ leicht fällt, aktuell. Das war sehr extrem zu schätzen und ja, freue mich einfach darüber, dass das bei mir aktuell so der Fall ist, weil so war, dass das sicher nicht bei jedem da draußen aktuell vielleicht so gut funktioniert. Aber man kann nur sagen, es ist möglich. Danke. Du hast in der letzten Diskussion hast du gesagt, da ging es um das Thema Strafenkatalog mit Mannschaften. Und du hast ein Zitat gesagt: Mach nichts, was dir oder der Mannschaft schadet. Ja, da sind wir jetzt eh schon sehr im Detail auch wieder, weil es halt zum Thema Regeln gegangen ist. Und ich habe das bei diversen Mannschaften, die ich gecoacht habe, in ja, den letzten Jahren, habe ich das so gehandhabt, dass ich jetzt nicht tausend Regeln aufgestellt habe und die du dann alle ständig präsent haben musst und was ist die Konsequenz, wenn diese Verfehlung passiert und was ist die Konsequenz, wenn diese Verfehlung passiert, sondern einfach zu sagen, wir haben eine Regel und die lautet, mach nichts, was dir oder deiner Mannschaft schadet. Das ist es. Und das betrifft oder das kann zum Thema Fußball die entscheidende Regel sein, aber das ist genauso die entscheidende Regel oder Orientierung, glaube ich auch, wenn man jetzt ans Leben an sich denkt. Einfach so verhalten, wenn man sich schon selbst jetzt nicht übermäßig viel Gutes tut, dann zumindest so weit zu sein, dass man keinen anderen schadet dabei. Aber idealerweise findet man den Zugang oder gelingt es auch meistens, dass man sich selbst was Gutes tut. Und die Folge davon ist, wenn man dann in einem Team agiert, zusammenarbeitet, in eine gewisse Richtung, dass sich weiterentwickeln will, dann passiert genau das, dass das, was man sich selbst Gutes tut, ja, tut dann auch der Mannschaft gut. Und das ist so mein Zugang oder meine Sichtweise zum Thema Regeln. Habe auch nicht ich erfunden, ich weiß nicht, wer diese coole Idee hatte, aber für mich hat es absolut Sinn gemacht, den Zugang oder das so zu definieren, was jetzt Strafen oder Regeln oder und so weiter betrifft. Thomas, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, dieses Gefühl, boah, das kostet mir jetzt richtig Überwindung, dass ich, ob ich das schaffe, da durchzugehen. Hattest du mal so einen Moment und wie bist du damit umgegangen? Ja, kann ich mich an diverse Momente erinnern. Bin ich auch dabei, an mir zu arbeiten. Mel Robbins, weiß nicht, ob sie ihr Begriff ist, der 5-Second-Window, ist mir dann vor ein paar Jahren einmal untergekommen. Das Gehirn ist nämlich so aufgebaut, also egal jetzt vor welcher Situation man steht, man will was machen oder ja, man hat irgendeine Idee und ja, dann hat man ein ganz kurzes Zeitfenster, das frei ist, um das dann auch auszuführen, die Handlung. Bevor dann das Hirn beginnt, bewusst ja, irgendwie zu denken oder die Angst überhand bekommt. Und dann kommen alle Schreckensszenarien, die man sich irgendwie nur vorstellen kann, und die werden dann abgespielt hier. Und das geht so weiter. Und dann kommt man nicht mehr ins Tun, dann kommt man nicht mehr ins Handeln. Und das habe ich für mich gelernt. Also wenn irgendwas ist im Leben und speziell jetzt die letzten Monate da jetzt in Quarantäne, waren auch hilfreich, da zu sagen, noch mehr. Also wenn es jetzt was ist, was man machen will im Leben, go for it. Denkt nicht großartig viel nach, es fühlt sich richtig an. Man tut keinem weh dabei, man verletzt niemanden dabei. Es ist für alle Beteiligten eine coole Situation. Aber ich folge meinem Impuls. Und deshalb bin ich mir bewusst, dass da in gewissen Situationen habe ich nicht lange Zeit, in die Handlung zu kommen. Und wenn ich da zu lange brauche, dann komme ich nicht mehr in die Handlung. Dann werfe ich mir vielleicht ewig vor, warum habe ich das nicht gemacht? Warum bin ich zu der Person nicht hingegangen? Warum habe ich die Frage nicht gestellt? Was auch immer. Und ich habe mal gesagt, ich habe genug von diesen Erfahrungen gemacht und bin immer wieder dann, wo ich gedacht habe,
Na, na, that was not a good job. Also war ich nicht stolz auf mich selbst. Und ja, das versuche ich halt, dass mir das möglichst selten jetzt in Zukunft passiert, dass ich dann nicht happy mit mir selber bin. Das heißt, irgendein Impuls ist da. Go for it. Just do it. Das Motto, das vielleicht der ein oder andere von euch kennt. Thomas, was ist das beste Buch, welches du bis jetzt gelesen hast und warum? Das war jetzt ein interessanter Aspekt, der mir erst da vor kurzem bewusst worden ist. Einerseits habe ich es nie so richtig gelernt, dieses, ja, wie soll ich sagen, lange Lesen. Also ich war nie der Typ, der da zig Bücher verschlungen hat. Also fällt mir manchmal leichter, manchmal ein bisschen schwieriger. Am meisten taugen mir einfach so Videos, oder Filme, die ich mir anschaue. Also da, das ist so meins, was mir am meisten liegt. Habe aber natürlich das ein oder andere Buch in meinem Leben auch gelesen, also so ist es nicht. Was mir hängen geblieben ist jetzt vor kurzem, ist das Buch The Big Five for Life von, weiß ich nicht, wie der, John Strelitzky oder so, glaube ich, heißt der. Ja, wo es einfach auch, genau, wo es einfach auch darum geht, den eigenen Zweck der Existenz zu finden, also sich auf die Suche zu machen, warum man eigentlich hier ist auf der Welt. Was man bewirken will, bewirken soll, im Leben, im eigenen Leben, im Leben anderer Menschen und auch die Art und Weise, wie die handelnde Person da auch geführt hat in dem Buch. Also wie sie mit Mitarbeitern umgegangen ist und wie sie inspiriert hat zu, ja, und wie sie einfach geschafft hat, dass sich jeder gut fühlt und happy ist bei der Arbeit. Also das hat mich echt, das hat mich gefesselt. Also das Buch habe ich durchgelesen in sehr, sehr, also ich glaube, maximal 2 Tagen waren es. Das passiert normalerweise nie, dass ich sowas mache. Es ist jetzt nicht das dickste Buch gewesen, aber das waren so für mich die Hauptaussagen. Und eins vielleicht noch, eher ein Klassiker von Paulo Coelho, der Alchemist. Also das Buch habe ich schon vor ein paar Jahren einmal gelesen gehabt. Das ist mir auch hängen geblieben. Einerseits auch den Mut zu haben, den eigenen Träumen zu folgen, auch natürlich dem Herz zu folgen, das Thema, das wir auch heute hatten, da einfach mutig zu sein und das durchzuziehen und den Impulsen, die man spürt, zu folgen. Und wenn man nur lange genug dranbleibt und auch davon überzeugt ist, dass das, was auch immer im Leben passieren kann und passieren wird, dann wird es auch in der Regel passieren. Und ja, einfach einen positiven Zugang zum Leben zu haben, das glaube ich, das kommt auch in dem Buch richtig gut raus und das hat mir bei The Alchemist sehr, sehr gut gefallen. Thomas, was ist für dich bodenständige Spiritualität? Puh, also ich habe mir bis vor kurzem gedacht, also ich bin nicht spirituell. Also ich habe mit dem Wort nichts anfangen können oder ich habe nicht genau gewusst, was das heißt oder was das bedeutet. Natürlich hört man es ständig oder immer wieder. Aber das war für mich so, puh, ja, weiß nicht, ob ich das bin. Aber ja, habe mich natürlich auch dann ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Also es geht ja um nichts anderes, dass man sich auf den Weg macht, sich gewisse Fragen im Leben stellt. Warum sind wir eigentlich da? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist mir wichtig? Wie will ich leben? Wie will ich anderen Menschen begegnen? Also so habe ich jetzt für mich einmal definiert. Und darum geht es. Ich glaube, das Wichtigste ist, den ersten Schritt zu gehen, den Weg einzuleiten, sich auf die Reise zu machen, sich Zeit zu nehmen für sich selbst, für all diese Fragen zur Ruhe zu kommen. Das habe ich schon vorher auch beim einen oder anderen Punkt angesprochen. Und ja, wichtige Fragen zu stellen, Fragen auch, die unangenehm zu beantworten sind. Aber da nicht zu sagen, ah, das mache ich morgen oder das mache ich nächste Woche, sondern zu sagen, da gehe ich jetzt rein und dem Thema widme ich mich. Und ja, egal, was dann als Antwort rauskommt, dann auch damit zu leben. Also das ist für mich bodenständige Spiritualität jetzt in dem Sinn, wie ich sehen würde. Danke. Nun haben wir ja ganz am Anfang eine Frage zurückgestellt und ich glaube, du hast jetzt schon extrem viele Fragen beantwortet und trotzdem möchte ich auf diese Frage zurückkommen. Was macht dich aus? Was macht Thomas Prasel aus? Wieder die Frage. ja, vielleicht die, den,
den einen oder anderen Ansatz, den ich versucht habe, jetzt in den letzten, weiß nicht, wie lange wir schon plaudern, 80 Minuten oder noch ein bisschen länger, den ich vielleicht anders sehe wie andere Menschen. Mir ist einfach die Person, das Gegenüber wichtig, unabhängig jetzt davon, was für Herkunft, Nationalität, Rasse, wie auch immer, das ist mir scheißegal, ein Mensch ist ein Mensch und dem versuche ich auf Augenhöhe zu begegnen und Gutes zu tun, das Richtige zu tun und in den meisten Fällen wissen wir eh instinktiv, was richtig ist, voranzugehen, versuchen, Menschen zu inspirieren, da zu sein, auch ja, Vertrauen entgegenbringen, Menschen, die das vielleicht aktuell noch nicht so gut können, junge Menschen oder Menschen, die gerade in schwierigen Phasen sich befinden. Ich glaube, dass ich das ganz gut kann. Aber das ist nur die persönliche Einschätzung meinerseits. Das müssen dann die Leute ja, beantworten, die mit mir zu tun haben. Aber das hoffe ich, dass bei meinen oder anderen hängen bleibt. Und ja, einfach, dass ich im ein oder anderen Leben so einen kleinen Unterschied machen kann, wenn ich dann irgendwann einmal nicht mehr auf dieser Welt bin. Und das Schicksal wird uns alle, also das werden wir alle haben, dass wir irgendwann einmal nicht mehr da sind. Aber dass nicht alles umsonst war, was ich so gemacht habe und so erlebt habe und ja, getan habe im Leben. Also das wäre mir wichtig, würde ich mir wünschen. Danke, Thomas. Jetzt habe ich dir ganz viele Fragen gestellt. Nun gebe ich dir die Chance, mir auch eine Frage zu stellen zum Abschluss des Podcasts. Wie bist du auf das oder auf die Themen gekommen heute? Was ist so deine Erfahrung gewesen, jetzt, wenn es darum geht, das, was ich vorher gesprochen habe, vielleicht weg mehr vom Kopf zu kommen, mehr Richtung Herz, Richtung Intuition, Richtung Gefühl zu gehen? Wie sind so deine Erfahrungen jetzt auch gewesen mit dem Thema? Ja, ich bin auch sehr rational erzogen und auch rational geprägt. Natürlich deswegen auch stark im Kopf. Und ich hatte dann das Glück, dass ich vor ungefähr anderthalb, 2 Jahren ein Coaching hatte mit Pferden. Und am Ende des Coachings war es dann so, dass ich in dieser Mitte dieser Koppel stand und die Augen verbunden hatte und das Pferd meiner Aufmerksamkeit gefolgt hat, also meiner Energie. Und das war zum ersten Mal so, wow, da ist mehr im Leben als nur das, was ich quasi sehe, sondern es ist noch so viel mehr. Da ist Energie, die fließt durch mich, beim Pferd, zwischen uns beiden und da ist eine Verbindung. Und diese Art von Verbindung, der bin ich dann so ein bisschen auf die Spur gegangen und habe mich weiter damit beschäftigt, bin weiter rein und ja, natürlich auch ganz viel durch meine Partnerin, durch meine Frau, die sehr im Herzen ist, die sehr im weiblichen Prinzip ist und ich dann im männlichen Kopfprinzip sehr viel, sodass ich da viel einfach durch das Zusammensein mit ihr und durch das Reden, Kommunizieren, aber auch einfach Sein ganz, ganz viel zu mir ins Herzen und meine weiche Seite auch hervorkehren konnte, meine weibliche Seite quasi, die in jedem von uns steckt. Und das ist so das Herz, was mich dann wirklich so, wo ich wirklich bewusst geworden bin, wenn ich jetzt meine Hand aufs Herz lege, dann spüre ich es pochen so, dann ist es so. Das ist das, wonach ich handeln möchte. Und ich gebe dir komplett recht. Das Ego sagt dir vielleicht, ja, werde Bundesliga-Trainer so schnell es geht. Oder das Ego sagt dir, ja, guck mal, dass du viel Geld verdienst, dass du ein hohes Ansehen hast, dass du dich fulfillst, wie auch immer. Und dann manchmal sagt dein Herz dir einfach so, wie es ja bei dir auch war, so, wow, nee, das ist es gerade ein. Also natürlich kann mein Ego sich dadurch vielleicht gut verkaufen in den Zeitungen, aber das ist nicht mehr das, wofür ich jetzt gerade stehen möchte, weil mein Herz hat irgendwie mehr Berechtigung bekommen. Und so bin ich dann auch auf dieses, das Augenhöhe ist mir ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich das halt durch meine Jugend auch viel erfahren habe in den Institutionen, in denen ich dann auch großgezogen wurde, wie zum Beispiel staatliche Schule und so weiter, dass du grundsätzlich erstmal immer häufig nicht mit Augenhöhe betrachtet wirst, sondern halt als Lernender oder als jemand, der Inhalt vermittelt bekommen muss. Und ich merke halt, desto mehr wir zuhören, desto mehr wir den anderen so nehmen, wie er ist, desto mehr wir dem anderen auch das lassen, was er ist. Also auch wenn hättest heute erzählen können, was du möchtest, es ist deine Wahrheit und die steht. Punkt. Und manche würden sagen, ey, der ist crazy. Manche sagen, boah, der ist voll die coole Socke. Aber das bist du. Und ich nehme dich so, wie du bist in diesem Podcast. Und deswegen ist dieser Podcast, gibt der mir ganz viel, weil ich dieses Zuhören, dieses
den anderen so zu nehmen und probieren, durch Fragen einfach herauszukitzeln, wer er ist. Das ist quasi gerade das Medium, wo ich total viel Glück empfinde bei. Und ich freue mich nach jeder Folge, so wie du sagst, so, boah, das gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Und ja, das ist so der Antrieb dazu, genau. Cool, also ja, richtig geile Antwort. Also danke auch dafür, dass du in deinem Podcast an mich auch gedacht hast. Also war sehr auch zu schätzen. Finde ich eine coole Sache, die du da ins Leben gerufen hast. Und natürlich auch, ja, alles Gute ja, weiterhin. Ich hoffe, dass er jetzt nicht der uninteressanteste von allen Gästen war. Und wenn es war, dann tut es mir leid. Aber vielleicht war ja das ein oder andere Interessante doch auch dabei für den einen oder anderen. Das ist übrigens bei der Augenhöhe auch mit inkludiert, dass du nicht verurteilst und auch nicht vergleichst, okay, sondern jeder ist, wie er ist. Cool. Thomas, ich mache es zumindest Podcast immer so, dass wir eine Minute der Stille machen, damit auch die Zuhörer, die jetzt quasi gerade im Auto sitzen oder sonst wo sind, dass sie jetzt nicht sofort die nächste WhatsApp-Nachricht checken oder den nächsten Podcast reinhauen, sondern einfach mal diese Minute nehmen. Und nach dieser Minute gebe ich dir dann auch nochmal so die letzten Worte, die du einfach nochmal nach außen richten möchtest. Ja, Thomas, nach dieser Minute der Stille ist mir nochmal sehr bewusst geworden, das war heute ein extrem energievoller Podcast. Also das hat man richtig gespürt. Ich finde auch über die Entfernung, da war richtig viel Energie, Leben, Leidenschaft drin und viel gute Laune. Und ja, das ist etwas, was ich total liebe, in die Welt zu geben. Und deswegen, die letzten Worte sind deine. Danke, Tobi. Ja, ich habe jetzt auch noch eine Minute Zeit gehabt zu überlegen, was ich sagen soll jetzt am Schluss. Vielleicht, ja, soll es das sein, das ist mir eingefallen. Also alles, was ihr wissen müsst, das ist bereits in euch drinnen. Gebt euch die Möglichkeiten, dass ihr euch da auf die Reise macht. Hört in euch rein, folgt den Impulsen, die kommen von eurer Bauchgegend, von eurer Herzgegend, von wo auch immer in eurem Körper. Seid mutig. Zieht das durch und denkt euch vielleicht immer wieder dann, ja, oder lasst euch nicht vorwerfen am Ende des Lebens, dass ihr sagt, hey, was habe ich eigentlich gemacht mit meinem Leben? Warum war ich so ein Hosenscheißer? Warum habe ich das nicht gemacht? Da hätte ich eine coole Sache vorgehabt, da wollte ich was machen, da wollte ich wohin reisen, die Person wollte ich ansprechen, ich habe es nicht gemacht, warum auch immer. Lasst euch das nicht vorwerfen oder werft euch das nicht vor am Ende eures Lebens. Zieht es durch, begegnet Menschen auf Augenhöhe und habt eine schöne Zeit dabei. Alles, alles Gute, bleibt gesund und ja, vielleicht sieht man sich dort oder da einmal. Danke für die Einladung, Tobi, und bis dann.